Oder wie ich festgestellt habe, dass im Originalen diese Meditation eigentlich die Basis ist, das Fundament, um an seine Ziele zu kommen, um mit dieser Innenwelt Kontakt aufzunehmen. Ab dem Zeitpunkt ging es für mich viel leichter und schneller voran. Ah, okay. Und weil diese Meditation nie auf Deutsch übersetzt wurde, weil sie auch bis seitdem gelöscht wurde in der englischen, als englische Version und nicht mehr zugänglich ist für niemanden und auch nicht im Internet auffindbar ist, soweit ich weiß, habe ich mir gedacht, die hat mir so viel geholfen, ich will die unbedingt weitergeben. Hallo und willkommen bei unserer Serie. Wir testen die besten Geldmanifestationsmethoden im Internet. Mit mir dabei der charmante Business Life Coach Martin Zimmermann. Hallo Martin, guten Morgen. Hallo Susanna. Ja, diese Woche haben wir 7 Tage lang eine Meditation von Bob Proctor oder nach Bob Proctor getestet. Martin, wo hast du die denn her? Das ist eine ganz spannende Geschichte, Susanna. Und zwar habe ich in meiner Selbstfindung festgestellt, dass ich noch irgendwie nicht ganz so weiß, wo es hingehen soll in meinem Leben. Und dann hat mir meine damalige Mentaltrainerin gesagt, hey Martin, da gibt es ein Bob Proctor-Programm, da bin ich zufällig noch dabei und begleite dich dabei, noch mehr aus deinem Leben zu machen. Und dann sagt Oga, spring ich mal auf. Hat sich in so einem Money-Freude-Seminar alles so herausgestellt. Das passt ja genau zu unserem Thema. Und ein paar Wochen später fing das Programm an, auf Deutsch. Also es war eigentlich, die Originalversion ist auf Englisch. Das Ganze nennt sich Thinking into Results. Wurde auf Deutsch übersetzt, war sehr schwerfällig für mich, bis zu dem Zeitpunkt, wie ich festgestellt habe, dass wir als Kunden eine Freischaltung hatten für das Original oder das englische Portal, das Kundenportal, wo die ganzen Unterlagen, die Aufnahmen, Videos von Bob Proctor selbst zur Verfügung gestellt wurden. Unter anderem diese Meditation, die wir jetzt ansprechen heute. Und Schlau, schlau. dachte mir, also vorher ging es darum, in der ersten Lektion geht es darum, die Ziele zu definieren und ich hatte da wirklich Schwierigkeiten damit und zu dem an oder wie ich festgestellt habe, dass im Originalen diese Meditation eigentlich die Basis ist, das Fundament, um an seine Ziele zu kommen, um mit dieser Innenwelt Kontakt aufzunehmen. Ab dem Zeitpunkt ging es für mich viel leichter und schneller voran. Ah, okay. Und weil diese Meditation nie auf Deutsch übersetzt wurde, weil sie auch bis seitdem gelöscht wurde in der englischen, als englische Version und nicht mehr zugänglich ist für niemanden und auch nicht im Internet auffindbar ist, soweit ich weiß, habe ich mir gedacht, die hat mir so viel geholfen, ich will die unbedingt weitergeben. Und Toll. das Fundament nicht alleine nur darum, dass ich schneller vorangekommen bin, sondern ich hab mir dadurch auch meinen Mentor manifestiert, denn das Resultat aus dieser Manifestation oder aus dieser Meditation ist, dann letztlich so eine Zielkarte, ich weiß nicht, ob man die sieht, mit der man dann letztlich immer wieder in Kontakt geht mit dem, was man da in der Meditation festgestellt hat. Und dadurch haben sich viele Dinge bei mir aufgetan. Ich habe meinen Mentor, meinen Reichtumsmentor manifestiert in meinem Leben und dadurch war das eine geniale Erfahrung für mich. Ja, Also, aber in der Meditation selbst, die geht es ja für mich überwiegend um Entspannung. Also dieses sich in sich hineinfallen lassen, aus dem Kopf herausgehen. Und dann gehst du in einen Raum, wo du dann diese Wunschbilder siehst, diese Traumziele. ja, genauso ist es. Für mich als Kopfmensch, ich war, sage ich mal, bis von meinem 17. bis zu meinem 35. Lebensjahr dauernd im Kopf unterwegs, war es ziemlich schwer, in diese Meditation mich erstmal mit der mich zurechtzufinden. Aber letztlich ist genau das, was mir geholfen hat, eine geführte Meditation zu bekommen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Ja. Dann, ich nenne es so, dieses Tor in diese Fantasiewelt zu erschaffen durch die Entspannung, durch die absolute Körperentspannung und dadurch dann eben diese unbewussten Bilder und Träume wahrzunehmen, die als Schatz da in mir verborgen liegen, um die dann letztendlich in mein Leben physisch auch anzuziehen. Ja, also bei der Anwendung dieser Meditation ist mir eben aufgefallen, dass das für mich eine Sache ist zum Runterfahren, zum wieder zu Sinnen zu kommen. Und die ersten 2 Male hatte ich es kurz vorm Einschlafen probiert und bin voll weggeknackt.
Ja, also war so entspannend und Ist bin mir dann auch nie gegangen. zu meinen Traumbildern gekommen. Und dann war es mir klar, ich muss das für mich an einem anderen Zeitpunkt machen, also gerne nachmittags oder früher Abend. Und ja. Das ist richtig, dass du es ansprichst und ganz wichtig, dass man sich 30 Minuten wirklich Zeit nimmt und in dem Moment, wo man in Ruhe ist, in einem Ort auch, wo man ungestört ist und nicht unbedingt, wenn man schon müde ist. So, das ist mir auch so gegangen einmal. Ich bin da die letzte Woche, wir haben es ja 7 Tage lang getestet und in einem Tag habe ich es auch kurz vor Mitternacht gemacht und bin dann komplett am Wohnzimmerboden eingeschlafen. Und ich habe es ja nochmal mit meiner Stimme aufgenommen, weil es heißt ja sehr häufig, das geht dann besser ins Unterbewusste. Aber ich habe festgestellt, ich höre viel lieber deine Stimme. Also es funktioniert irgendwie besser. Und weißt du was? Mir geht es am besten, oder ich fühle mich da am wohlsten, wenn ich Bob Proctors Originalversion auf Englisch anhöre. Ja, okay. Ich kann meine Stimmt. Stimme auch nicht, ich kann sie ertragen, aber ich finde es einfach schöner, wenn man da jemanden hat, der das Ganze ja, geschaffen hat, Es, oder? ja, also auch wenn das vielleicht sein mag, dass die eigene Stimme besser ins Unterbewusstsein Affirmationen oder so sendet, gerade bei so einer geführten Meditation tut eine fremde Stimme einfach besser. Man hat so ein bisschen mehr Überraschungsmoment und Aufmerksamkeit dabei, irgendwie, weil das ja fremder ist. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, und was hat sich bei dir getan, Martin, Also nach dieser einen Woche Power-Meditation? ich hab auch von den 2 der 7 Meditationstage, die ich durchgeführt habe, waren die 2, die am sinnvollsten oder am wirkungsvollsten waren, eine war in der Badewanne und die andere waren auf dem Wasserbett. Und Oh. da konnte ich genial entspannen und Ja. gleichzeitig auch ja, in Verbindung gehen mit meinen Zielen. Mir fällt das immer schwer, direkt, wenn ich in diesen Raum der Vorstellungen, der Bilder gehe, dann wirklich was Klares zu sehen. Und wenn ich dann, weil ich nicht entspannt war, weil der Verstand sich immer eingeschränkt Genau. hat, und wenn ich merke, dass diese absolute Entspannung nicht da ist, dann komme ich auch nicht in Verbindung. Und in diesem Wasserbett ist mir, das war gestern erst in einem Schwimmbad, in einem Saunaland, da ist mir wirklich diese weiße Energie, dieser weiße Lichtstrahl, der da in meinen Scheitel eindringt, der ist mir so wirklich bewusst geworden, den habe ich so richtig gespürt. Da hat es mein Körper so richtig durchzuckt aus der Freude raus. Und das hat ermöglicht, ja, in Kontakt zu gehen mit dem, was ich wirklich will, nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch so aus persönlicher Sicht, so was die Traumpartnerin angeht und so weiter. Das war dann wirklich real und greifbar. Und Wow. das war dann wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Und ich hatte manchmal, ich musste lachen, weil ich habe mich wirklich gefühlt, dass meine Hände zucken. Und ich lag ja da in dem Raum mit mehreren Leuten. Und ich dachte, der eine oder andere, der mich sieht, der denkt, der Martin, der Typ ist total durchgedreht. Ja, also ich habe sehr viele Erfahrungen mit diesen geführten Meditationen, also so ungefähr 20 Jahre. Und für mich war das auf jeden Fall eine geführte Meditation, die sehr gut geeignet ist für Anfänger, die auch sehr gut, ähnlich wie autogenes Training zum Runterkommen, runterfahren, also wenn das Gedankenkarussell spinnt oder man zu viel Kaffee hinter sich hat. Oder, also das war für mich die Art, wo ich sage, das ist echt für jedermann geeignet. Ich habe trotzdem einen Verbesserungstipp, und zwar in diesem Raum der Bilder. Ja, natürlich soll der von sich kommen, aber versuch mit der Absicht da reinzugehen, auch dich selbst zu sehen. Nicht nur, sondern auch. Ja, denn dieses eigene Selbstbild, dieses Ego, das wir werden wollen, ja, das soll ein positives, tolles, wunderbares sein, und das kann man genauso mit dieser Technik da ja finden, und so manifestiert sich es viel leichter, wenn man immer bei sich selbst beginnt. Ja, super Tipp. Das überschneidet sich auch mit meinem eigentlich. Ah ja. Ich würde sagen, was einem vereinfacht, noch in diesen Raum der Bilder zu gehen und das wahrzunehmen, ist, dass man schon abgesehen von dieser Meditation schon vorher übt, sich zu beobachten. Und dann nimmt man sich auch anders wahr, wenn es darum geht, dann in diesen Aufzug einzusteigen und runterzufahren. Das geht relativ schnell, daher darf man da wirklich umschalten. Gedanklich auch, dass man sagt, so jetzt gehe ich in diese Beobachterrolle, ich gehe in das äußere Ich und schaue mich von außen an, Ja. was da passiert.
Genau. Und wir müssen auch berichten, was wir für Resultate erzielt haben. Also bei mir ist eine avisierte Geldzufluss da. Also er ist noch nicht auf meinem Konto, aber Konto ist ja auch virtuell. Also ich kriege auf jeden Fall eine tolle Steuergutschrift. Ich hoffe, es ist ja an die 1500. Und ja, freue mich. Juhu! Weiß nicht, ob Bob Proctor da jetzt daran beteiligt war, aber für mich ist das halt auch eine Methode zusätzlich zum Mentaltraining. Ja, aber wo ich sage, das kann aber genau das sein, wo dich diesen Schritt weiterbringt. Ja, genial. Ja. Bei mir war es eher, ich habe ja schon gesagt anfangs, dass mir ja diese Methode geholfen hat, um meinen Reichtumsmentor anzuziehen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Jetzt diese Woche, was die Bilder hervorgerufen haben, waren eher so waren bestimmte Personen und bestimmte Ah. weibliche Wesen, sage ich es jetzt mal so. Und tatsächlich ist dann so eingetreten, dass ich von mehreren diese Woche über ein Meeting-Portal im Internet kontaktiert wurde. Also tut sich da auch was. Okay, also in die Richtung Liebe. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Da testen wir, durfte ich wieder aussuchen, war ich wieder dran mit aussuchen. Und da testen wir die Fake it until you make it Methode von der Autorin von The Secret, dem Geheimnis, nämlich Rhonda Burns. Und ja, mehr dazu. Wir gehen praktisch von Kanada, von Bob Proctor nach Australien zu Nach Rhonda Burns. Wir bleiben Australien. international. Genau. Rund um die Welt. Und nächste Woche mehr dazu. Und wenn du die Meditation von Bob Proctor auch getestet hast, dann schreib uns doch im Kommentarfeld unten, wie es dir dabei ergangen ist. Ansonsten findest du in der Beschreibung auch zwei Links zu je einer Meditation, einer von Martin und mir zum Ausprobieren. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich schon, Martin. Ich freue mich auch, Susanna. Danke fürs Zuschauen. Danke für unser Gemeinsam. Um das nächste Video nicht zu verpassen, abonniere gerne unseren Kanal und setz ein Like drunter, wenn dir das Video gefallen hat.